Haus der tausend Türen. Familiengeheimnisse. Folge 31. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Gruselige Musik im Hintergrund und wir befinden uns vielleicht im Zimmer des Mörders, wo die Leiche versteckt sein könnte. In der letzten Folge haben wir uns ja als Robin Hood versucht und das Boot hergezogen und dieses Zimmer hier entdeckt, nachdem wir ein Schieberätsel mit Figuren machten. Und das Regal zur Seite schwang. Ich muss übrigens gestehen, diesen kleinen Zettel unten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist Schrift. Man hat es so schlecht erkannt. Ja. Ich habe nicht gesehen, dass das die Figuren sind. Wie gesagt, wir hatten hier den Murder Cliffhanger. Weil wir nicht wissen, was uns hier erwartet. Vielleicht die Leiche. Und jetzt wollen wir uns hier einfach einmal umschauen. Was ist das? Oh. Eine Rasierklinge. Eine Rasierklinge. Meine Hand passt leider nicht durch das Loch. Also muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Vielleicht wieder die Essstäbchen nutzen und damit Harakiri machen. Nein. Was haben wir hier? Ein Teppich mit Schmutz. Ist das Blut? Da ist etwas unter dem Bett. Ich muss das Bett anheben. Was? Wenn ich... Was? Ich muss das Bett anheben, wenn ich herausfinden will, was es ist. Wie anheben? Ich bin noch nicht der Hulk. Ich bin ein Mädchen. Anheben ist auch schön. Ich benötige den Schlüssel für das Schloss. Habe ich sowas? Ich glaube schon. Okay, ist das eine Locke? Könnte sein. 13. November. Ich habe Tom seit Tagen nicht gesehen. Ich vermisse ihn so sehr. Wie sind unsere Familien nur Feinde geworden? Und warum müssen wir so leiden und unsere Liebe wegen dieses Streits verbergen? Oh weh. 14. November. Tom hat einen Weg gefunden, mich zu sehen. Er will sich als Handelsvertreter verkleiden und meinen Vater fragen, ob er bei uns übernachten kann. Ich hoffe, dass Vater ihn mit falschem Bart nicht erkennt. Morgen ist Thanksgiving, also wird mein Vater ihm sicherlich ein Dach über dem Kopf gewähren. Ich bin ja so aufgeregt, aber ich fürchte mich auch. Was Vater wohl macht, wenn er die Wahrheit herausfindet. Das ist ja wie Romeo und Julia. Ne, da gab es nur noch mehr so Sachen. Ne? Wie war denn das andere noch? Da gab es doch mal sowas. Nicht Grease, wie ist das andere noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Auch mit so Straßengängen und so. Wie hieß denn das noch? Auch wo so zwei nicht sich lieben durften. Wie hieß es noch? Wenn ihr das wisst, was ich meine, dann ab damit in die Kommentare. 15. November. Tom kommt heute. Ich hasse es, Vater anzulügen. Aber ich muss meine wahre Liebe sehen. Okay, ist das eine Locke? Harfenseiten. Doch keine Locke. Harfenseiten. Ach, das war's schon. Kann man da noch irgendwas anderes machen? Nein. Eine heimliche Liebe. Warum ist das hier drin? Und vor allem sieht es aus, als wenn das rausgerissen wäre. Ist das ein Tagebuch? Ja, schon, oder? Aber von wem? Von wem? I don't know. Ja, wie soll ich jetzt das Bett anheben? Wollte ich mich flachsen, oder? Kann ich das rausbäsen? Dann versuche ich mal die Seite. Oh, da ist ein Weimel-Bild-Spiel. Das machen wir gleich. Oder sollen wir es jetzt machen oder ist die Seite ausprobieren? Die Seite oder Weimel-Bild? Auf der anderen Seite, wenn wir schon hier sind, oder? Machen wir das Weimel-Bild. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade so gute Laune habe. Ich habe morgen Geburtstag und werde 40 Jahre alt. Oh mein Gott, ich mag nicht 40 werden. Aber lassen wir das. Morgen wohlgemerkt. Nicht heute, morgen. Okay, egal. Patrone. Krone. Gartenschere. Ohrring, Waage und Trauben. Waage. Ein Ei und eine Zange, sagt er. Ein Ei und eine Zange. Das Bild hatten wir ja auch schon. Aber das ist ja etwas her. Das ist eigentlich wie neu für mich jetzt gerade. Ohrring, Gartenschere. Ach, mein Arm ist gerade so hoch. Warum habe ich denn den Stuhl so blöd eingestellt? Der ist irgendwie auch neu gebastelt von mir wieder. Aber der ist ein bisschen zu hoch gerade. Egal, da ist ein Ei. Sieht aus wie ein Ark-Ei. Wäscheklammer, Zange. Patrone. Ist das die Zange? Das war mehr eine Zuckerzange, da muss man auch schon mal drauf kommen.
Münze. Bumerang, der war hier. Das ist die Münze, oder? Baseballschläger. Armreif. Armreif, Armreif. Da ist die Gartenschere. Was haben wir? Armreif, Ohrring, Wäscheklammer. Hm, und Krone. Muss ja bei der geknackten Nuss irgendwie bestimmt in den Nassknacker. Einen Nattiknacker. Ich könnte damit eine Nuss knacken. Nein. Bam. Okay, und noch Zeiger. Zeiger. Wieso denn Zeiger? Okay, ich dachte, das wäre eine Taschenuhr. Oh, hier ist eine Taschenuhr. Ah, Zeiger. Auch schön. Okay, Armreif, Ohrring, Wäscheklammer und Krone. Okay. Hm. Krone. Ich sehe keine Krone. Da irgendwas dahinter? Oder da was darin? Ist das die Krone? Nein. Aber das ist der Armreif. Und das ist... Nee, das ist nicht der Ohrring. Das ist der Ohrring, oder? Genau, komischer Ohrring. Wäscheklammer und Krone. Wäscheklammer und Krone. Aber das ist hier doch nicht zu sehen. Das sieht zwar aus wie eine Krone, aber das ist es nicht. Hm. Wäscheklammer und Krone. Creaker Krone. Da ist die Krone. Wäscheklammer. 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 Kann nicht so schwer sein. Oder doch? Oder doch? Vielleicht habe ich es wieder... Oha, da hat der Sound so... Ah, da ist die Wäscheklammer. Ich wollte sagen, vielleicht habe ich eine falsche Klammer im Kopf, aber es war schon die richtige. Eine Gartenschere. War nicht draußen was mit Gras oder sowas? Hm. Müssen wir mal schauen, oder was meint ihr? Eine Schartengäre. Damit könnte ich das Kabel trennen. Aber war nicht irgendwie irgendwas mit... Ah ne, das ist mehr zum Buddeln. Aber mit der Gartenschere kriege ich ja mit Sicherheit das Kabel durch, oder? Ich habe gerade überlegt, war da noch irgendwas anderes? Obwohl, das habe ich, glaube ich, noch aus dem Originalspiel. Mit dem Busch. Ja, eben. Zing. Sollen wir da erstmal reingehen oder machen wir erstmal das andere? Wir machen erstmal die Seiten. Ich will jetzt nicht alles auf einmal. Machen wir mal die Seiten. Mhm. Leiste mit Blumen. Ah, die hatten wir doch aus dem Originalspiel. Gerade sage ich noch Originalspiel. Das ist auch aus dem Originalspiel. Aber was soll ich damit? Egal. Jetzt gehen wir mal in den Keller. Uhu, jetzt kommt bestimmt der Trapper. Wer hat's erkannt? Wer hat's erkannt? Alles klar. What the? Ist das Folterkammer oder ist das mehr so Kino? Ein Paddel. Da können wir endlich paddeln und dem Typ draußen helfen. Was ist das hier? Schon wieder? Es könnte etwas unter dem Dreck versteckt sein. Schön gemacht ist es ja immer noch. Das ist halt ein Rätsel. Aber ich will das jetzt nicht beginnen, weil ich will erst wissen, was das hier ist. Auch ein Rätsel. Okay. Dann machen wir das zuerst. Ziehe in der richtigen Reihenfolge an den Seilen. Wenn die Reihenfolge korrekt ist, bleibt das gezogene Seil unten. Aha. Es bleibt irgendwie gar keins unten. Ah, das blieb unten, okay. Okay, aber dann weiß ich wenigstens, wo ich anzusetzen habe. Du mich auch. Sag mal, so viele Chancen gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Ist doch das da? Hä? Ist bald nur noch das, oder? Hä? Zeig ich doch alle durch, oder nicht? Hä? Was? Nochmal. Ich fange jetzt mal vorne an. Also das ist falsch. Das auch. Das kann ja nur Trial and... Ah, okay. Hä? Das hatte ich nicht. Also das da, also... Also quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 7 und 3. 7 und 3 und dann das da. Okay, falsch. Okay, 7 und 3 und 1. Auch falsch.
Das gibt's doch nicht. So viele Möglichkeiten, das gibt's doch da wirklich nicht. Okay, also 7, 3 und 8. 7, 3, 8. 7, 3, 8. Er macht mich fertig, ganz ehrlich. Okay, also 7, 3, 8, 5. 7, 3, 8, 5. 1. 7, 3, 8, 5, 1. Oh, das ist aber gar nicht so. 7, 3, 8, 5. 7, 3, 8, 5, 1, 2. Falsch. 7, 3, 8, 5, 1. Hatte ich das schon? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ne, das da muss ich jetzt, oder? Genau. Jetzt muss es nur noch, hoffentlich ist das das Richtige. Ich hab keinen Bock, das normales neu zu machen. Yay! Das halt mit Merken und so. Ein bisschen wie so Memory oder so. Oh. Können wir uns jetzt einen ansaufen oder was? Der Hahn fehlt. Yippie. Wie immer halt in meinem Leben. Was ist das? Das Fass ist zu schwer, um es zu bewegen. Ich muss den Wein herauslassen. Ach, ich muss das bewegen, damit ich da rankomme oder was? Und den Wein herauslassen, aber ohne Hahn geht's nicht. Aha. Expertenobjekte gibt's ja im DLC gar nicht, gell? Schade. Was ist das hier? Ein Rätsel. Nee, die mittlere Scheibe fehlt. Tut sie nicht. Schon wieder. Drehe die Kreise und stelle so das Bild wieder her. Wie? Das erinnert mich an Assassin's Creed, wenn ihr wisst, was ich meine. Hä, was? Wie? Kreise drehen? Das in der Mitte. Achso, das kann ich. Oh mein Gott, ich kann das so richtig fassen hier. Aha, das erinnert mich wirklich an Assassin's Creed, so Brotherhood oder so. Wisst ihr, was ich meine? Bestimmt. Da muss man nämlich sowas auch machen. Muss das jetzt hundertprozentig genau sein? Weil so stimmt es ja, oder? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt exakt pixelgenau sein muss, also. So, oder? Und das in der Mitte muss ich auch drehen, oder was? Weil das stimmt doch nicht in der Mitte. In der Mitte ist es doch falsch, oder? Aber ich kann nur, wenn dann das... Nee, ich kann nicht nur das Ganze drehen. Ich dachte, ich kann nur das Ganze... Hä, das in der Mitte dreht sich aber nicht. Ach, das kann ich noch drehen. Ach du Schande. Ach so, dann muss ich... Also doch wie Assassin's Creed. So. Jetzt muss ich gerade selber gucken. So. Oder? Ja. Aber das... Doch, das... Hä? Aber irgendwie stimmt das mit der Blume hier unten nicht. Nee, das ist doch falsch. Wo gehört denn die Blume hin? Das macht mich fertig. Blume, Blume. So ist die Blume richtig. Jetzt müsste es ungefähr stimmen. Oder? Also der Mittelteil zumindest. Und jetzt muss ich den Unsinn hier noch drehen, oder was? Aber wohin? Oder kann ich das... Ah, ich kann das... Ah, so, das muss... Ach du Schande, jetzt geht das wieder los. Muss ich jetzt wieder... Oh, yes, das Maria muss das sein. Obwohl, das müsste noch machbar sein, glaube ich, oder? Müsste halt das Zeug zueinander bringen, quasi. Zueinander führen. So. Moment. Ist doch richtig jetzt, oder? Also die kleinen stimmen, aber warum stimmt jetzt der Rest nicht? Hä, ist doch richtig, oder nicht? Hallo? Stimmt doch. Ist doch alles eingestellt. Also blau ist blau, blau, blau. Drehe die Kreise und stelle das Bild wieder her. Habe ich doch gemacht. Ist doch richtig. Ist das jetzt nicht hundertprozentig, oder was? Also ist doch richtig. Also dachte ich jedenfalls. Hallo, ich bin doch richtig. Freund der Sonne. Versteht ihr das? Ich verstehe das jetzt irgendwie gerade nicht. Also die blauen Sachen stimmen. Und der Kreis in der Mitte ist doch auch richtig. Kann ich hier noch irgendwas drehen? Ja, kann ich. Aber ist doch korrekt. Ich meine, der ist ja eingerastet, der Quatsch. Muss das rasten vielleicht oder so? Wer rastet, der rostet? Nee. Könnte höchstens sein, dass das irgendwie anders stehen muss. Ah, jetzt rastet es ein. Okay, ja gut, das weiß ich ja nicht. Ah, okay. Na gut, dann kann es nicht stimmen. Was muss ich jetzt machen? Weil jetzt kann ich nichts mehr drehen. Hä? Den Mittelteil kann ich schon gar nicht mehr drehen. Den konnte ich ja noch nie. Ist das falsch, oder was? Das ist falsch hier, weil das rastet ja nicht ein. Mach mich nicht fertig. Ja, aber... Hä? Was?
Vielleicht muss der Mittelteil irgendwie anders sein oder so, wisst ihr, meine? Also das ist irgendwie verkehrt, glaube ich. Weil so ist es zwar das Bild richtig, aber es rastet nicht ein. Den Mittelteil kann ich nicht mehr drehen. Ich kann nur noch das drehen. Also ich kann hier klicken, wie ich will. Das dreht sich alles nicht mehr. Das heißt also, der äußere Ring ist an sich falsch, oder was? Ja, aber... Vielleicht muss das ja irgendwie alles nach außen oder so. Das ist irgendwie auch unlogisch. So vielleicht? Also eigentlich dachte ich die Engel so halt. Aber das stimmt nicht. Es könnte halt höchstens sein, dass die Kreise im äußeren Bereich so zwar richtig sind, aber dann stimmen die Engel nicht mehr. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie ich das machen soll, damit ich, ich habe ja keinen Anhaltspunkt, wie das, wie der äußere Bereich sein muss. Aber so ist der Riss hier richtig. Seht ihr den Riss hier? So stimmt der Riss. Der Riss hier ist jetzt korrekt. Nur, wie mache ich das jetzt, dass ich dieses Blaue wieder da hochbringe? Gar nicht. Gar nicht. Das ist ja nicht einfach. Ich glaube, das muss ich nochmal resetten. Das habe ich jetzt von vornherein ein bisschen falsch gedingst. Ich glaube, das resette ich nochmal. Also dann muss ich mich nach dem Riss orientieren, bevor ich irgendwie... Wisst ihr, was ich meine? Der Riss muss nämlich, ich glaube, hier hin. War das nicht so? Und der dahin. Vor allen Dingen, wann hat sich das jetzt eigentlich eingerastet vorhin? So hat sich das eingerastet. Und der so, oder? Nein, da war es der Riss. Genau, jetzt muss ich mich nach dem Riss hier, weil es gibt ja nur noch den einen Riss, oder? Also der da. Oder ist es der da? Der Riss? Nee, das ist schon der. Der lange hier. Oder ist es... Ja, der hier geht nicht. Also ich würde sagen, das ist schon der Riss. Und jetzt muss ich es nur schaffen, dass ich die Engel auch zum Riss passend mache. Oder wenn man sagen will. Jetzt versuchen wir mal... Ah, schwierig. Jetzt drehen wir mal das. Nehmen das mit. Das ist dann schon korrekt. Hoffentlich schaffe ich das mit dem Riss. Dann ist das korrekt. Jetzt wäre sogar der Riss richtig gewesen. Moment, aber es ist schon... So. Jetzt verstecke ich den kurz. Mach so. Hol den wieder her. Und so. Aber jetzt ist der Riss wieder falsch. Ach man, das ist ja übertrieben. Wie soll denn das gehen? Jetzt ist der Riss wieder richtig, oder? Ich kann ja nicht, Manche Sachen sind echt schwer. Wie soll ich denn das jetzt machen? Keine Ahnung, wie das gehen soll. Oder ich habe schon eine Ahnung, aber es ist schwer. Weil immer ist der Riss dann halt einmal verkehrt. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt ist es richtig, aber der Riss auf der falschen Seite. Ist doch ein Witz mit Anlauf. Jetzt müssen wir es vielleicht nochmal einmal falsch machen. Ich habe so eine Idee. Einmal falsch machen, einmal weiter drehen. Dann, Moment. Ne, jetzt ist einmal zu wenig. Dann nochmal verstecken. Obwohl, das geht nicht auf, ne? Boah, das ist echt schwer. So. Aber ich habe das Gefühl, ich verstelle es mehr, als dass ich es jetzt richtig mache. Ich weiß nicht, das muss man irgendwie so ein bisschen zufällig dann auf einmal hinkommen, irgendwie, dass das mit dem Riss dann passt. Hm. Nee. So. Ich mach mal ein bisschen Trial and Error irgendwie. In der Hoffnung, dass ich es doch irgendwie hinkriege. Dann vielleicht wieder zurück. Wo ist denn jetzt der Riss gerade? Da oben irgendwo. Da raucht er mir die Rübe. Jetzt ist der Riss wieder falsch. Ich flipp gleich aus. Muss ich vielleicht in die andere Richtung? Ey, das gibt's doch nicht. Ich krieg's nur schön, Freunde. Das ist echt schwer. Also ich schaff's irgendwie nicht, das hinzukriegen gerade. Das ist ein wenig blöd. Weil so wäre das Bild fertig, aber ich krieg das mit dem, also wenn das überhaupt stimmt, was ich da sage mit dem Riss, aber ich gehe davon aus. Ist das doof? Ist das blöd? Blau, gelb und das grüne geht mal weiter. Und jetzt machen wir nochmal so. Das ist teilweise ein bisschen Zufall, dass es irgendwann passt. Jetzt ist der Riss wieder falsch. Keine Ahnung, ich krieg's irgendwie gerade nicht hin, meine Freunde. Das ist ein bisschen Trial and Error, fürchte ich. Weil hier ist auch der Riss richtig. Das ist gar nicht so einfach.
Die Folge ist leider vorbei, das heißt, ich muss das in der nächsten Folge nochmal weiter versuchen. Ich krieg das schon hin, aber das ist halt ein bisschen probieren. Und ja, soweit mal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.